ihr Lieben, lebt nicht auch in dir noch immer das Kind, für das früher die Pusteblume ein kleines Wunder war? Ein herrliches Wunder, das man in verschiedenen Richtungen blasen kann. Im Laufe deines Lebens hat man dieses Wunder in das Land des Schweigens gebracht. Hole es dir wieder zurück und lasse es in dein Leben. Auch die Engel werden von vielen als Wunder betrachtet. Warum? Na, weil sie etwas Engelhaftes und Wunderbares sind. Hat man vielleicht mit einem Engel Kontakt gehabt, ihn gar gesehen, dann hat man große Ehrfurcht vor ihm. Und man befolgt das, was er einem mitteilt. Dein persönlicher Engel sendet dir stets Botschaften, leitet dich, die deinem Leben eine Wendung geben. Er sagt dir, was für dich wichtig ist und führt dich zum Kern deines Wesens. Und zwar nur dahin, wo du selbst bist. Zu deinem Inneren, zu deiner Tiefe und zu den Wünschen deiner Seele. Zu deinem Wunder. Schlage dich nicht mehr mit Äußerlichkeiten herum. Hadere nicht mit den Menschen in deinem Umfeld, mit deiner Familie und Freunden oder deinen Kollegen und deinem Chef. Dein Engel fragt dich, ist es das, was du anstrebst? Ist es das, was du willst? Zahlt sich das letztendlich für dich aus? Dein Engel will, dass du in deinem täglichen Leben um das kämpfst, was du willst und anstrebst. Dass du deinen freien Willen durchsetzt. Er führt dich und hilft dir, deine Ziele zu erreichen. Erfülle dir selbst deine Träume. Denn hier liegt deine Kraft. Seine Botschaft für dich ist: Höre nicht auf die lautesten, sondern höre auf die leisen Töne. Auch wenn es dir nicht wirklich bewusst ist, alle Welt hört auf die lauten Töne und die leisen werden überhört. Selbst dann, wenn sie von Herzen kommen. Deshalb versuche einmal, auf die leisen Töne zu hören. Sie sind sanft und haben schwache Zwischentöne. Sie berühren dich und geben dir eine tiefe Weisheit, die du bisher überhört hast. Du hörst ihre Stimme, die dir etwas sagt, aber nichts aufdrängt. Mache deinen Tag zum Tag der Liebe, der innigen Liebe. Sage deinen liebsten Menschen, was dich berührt und beschäftigt. Sage ihnen die Wahrheit und nicht das, was sie hören wollen und was sie vielleicht mehr erfreut. Sage einfach das, was dir am Herzen liegt. So schaffst du Nähe und Liebe. Genau das, was du brauchst. So sei es. Eure Deria.